Microsoft ist bekannt für Produkte wie Windows, die Xbox, die Surface-Reihe und, am allerwichtigsten, ihren Cloud-Computing-Anbieter Azure. Doch neben diesen Dingen und ihren zahlreichen Programmiersprachen, wie zum Beispiel Visual Basic, .NET und das gesamte .NET Framework, entwickeln sie auch noch an einer weiteren Sprache. Ihr Name? TypeScript. Also, was kann TypeScript jetzt genau? Am allerwichtigsten zu sagen ist, dass die Sprache eine Abwandlung von der allseits bekannten Sprache JavaScript ist. Eventuell kann man das auch am Namen erkennen. Genau wie JavaScript auch, lässt sich TypeScript sowohl clientseitig einsetzen, als auch serverseitig. Letzteres funktioniert durch den Einsatz der Node.js-Plattform. Im Allgemeinen ist TypeScript dazu gedacht, für die Entwicklung von großen Applikationen und Programmen genutzt zu werden. TypeScript ist eine kompilierbare Sprache. Das heißt, Ihr Quellcode muss vor der eigentlichen Ausführung kompiliert und somit in eine vom Computer lesbare Form gebracht werden. Nach dem Kompilieren des TypeScript-Quellcodes wird daraus Standard-JavaScript-Code. Wie es sich für eine vernünftige Programmiersprache gehört, ist auch Microsofts TypeScript kostenlos und frei auf GitHub verfügbar. Übrigens hat auch der dänische Softwareentwickler Anders Heilsberg seine Finger in der Entwicklung von TypeScript. Bekannt ist er unter anderem für seine vorherigen Sprachen Delphi und Turbo Pascal sowie seine Rolle als Lead Architect von C#. Aufgrund der sehr ähnlichen Bauweise von Type und JavaScript lassen sich alle JavaScript-Frameworks auch unter TypeScript verwenden, was eine wichtige Funktion für einen solchen Ableger einer Sprache ist. Okay, das war dann also Microsoft. Was gibt's denn noch für große, bekannte Firmen? Genau, Google. Google hat eine sehr ähnliche Sprache namens Dart. Mit 6 Jahren ist sie 1 Jahr länger am Leben als TypeScript. Ebenfalls wie die vorherige Sprache ist sie natürlich Open Source veröffentlicht. Die Syntax der Sprache ist sehr stark an die von C angelehnt. Der Code kann jedoch optional zu JavaScript kompiliert werden. Dart wird für Server-, Web- und Mobile-Anwendungen genutzt, sowie für Internet of Things, kurz IoT-Geräte. Es gibt 4 verschiedene Möglichkeiten, den Dart-Code auszuführen. Erstens Standalone. Mit dem Dart Software Development Kit, kurz SDK, wird eine Dart Virtual Machine zur Ausführung des Codes mitgeliefert. Zweitens JavaScript. Der Code lässt sich sehr einfach zu JavaScript Quellcode kompilieren, der dann normal im Browser oder mithilfe von Node.js ausgeführt werden kann. Drittens Datium Browser. Das Software Development Kit enthält ebenfalls einen abgeänderten Chromium Browser, der über die Dart VM Dart Code ausführen kann. Viertens Ahead of Time kompiliert. Dart lässt sich zur Maschinensprache kompilieren, die dann direkt von dem jeweiligen Gerät ausgeführt werden kann. Schlussendlich kommen wir dann zum Fazit. Beide Sprachen sind weder überaus schlecht noch überaus gut. Anfängern würde ich sie nicht empfehlen, aber fortgeschrittenen Programmierern würde ich definitiv ans Herz legen, mindestens eine der Sprachen zu lernen. In der Videobeschreibung gibt es übrigens noch einen Link mit einer Liste von Sprachen, die auf JavaScript aufbauen. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und damit nicht bis zum nächsten Video, weil das die letzte Folge der Programmiersprachenserie nach 20 Ausgaben und 32 Programmiersprachen war.